Wir sprechen mit Joachim Herberger von der Firma Matzak. Herr Herberger, Ihre Firma hat ja rund 230 verschiedene Maschinenmodelle mit im Programm. Die können Sie aber nicht alle hier mit auf die Metaf nehmen, oder? Nein, wir haben heute 6 verschiedene Werkzeugmaschinenmodelle mit nach Düsseldorf gebracht. Von der kleinen QuickTurn Smart 100 bis zur Integrex E670. Hier diese Integrex E670, die Sie ansprechen, das ist ja eine Multitasking-Maschine. Was kann die denn so alles? Die kann Werkstücke bis zu 4 Meter Länge mit einem Gewicht von 3 Tonnen bearbeiten. Wir können Drehoperationen, Fräsoperationen, Verzahnungsoperationen, Gewindeoperationen machen. Eine wirkliche Multitasking-Maschine. Normalerweise benutzen Sie Ihre eigenen Maschinensteuerungen. Optional bieten Sie aber auch seit kurzem andere Maschinensteuerungen an. Was sind das für welche? Ja, also wir haben schon seit vielen Jahrzehnten unsere eigene Maschinensteuerung, die Matrixsteuerung in unserem Programm, die erste werkstattprogrammierbare Maschinensteuerung. Und seit kurzem bieten wir auch die Siemens-Steuerung an 4 verschiedenen Maschinenmodellen. Und die bieten wir optional an und arbeiten aber an weiteren Modellen, sodass wir mit einem großen Spektrum auch an Siemens-Steuerungen hier auf unserem deutschsprachigen Markt dann agieren können. Welche Vorteile bringt das für die Kunden? Ja gut, es gibt natürlich vor allem auch größere Kunden, die ihre Pflichtenhefte haben und dort die Siemens-Steuerung vorschreiben. Und da müssen wir natürlich auch hier einen Zugang finden. Gut, dann wünschen wir viel Erfolg noch auf der Metaf und bedanken uns für das Gespräch. Vielen Dank.